Moin liebe Trickster, willkommen zu dieser neuen Folge 30 Sekunden Tricks. Heute ein Changing Bill Trick, wie ihr einen Geldschein in einen anderen verwandeln könnt. Ich verrate euch jetzt, wie das Ganze funktioniert und ich bitte euch, wenn ihr nicht wissen wollt, wie es funktioniert, dann schaltet jetzt bitte ab. Ich gebe euch noch eine letzte Chance, denn in 3 Sekunden werde ich spoilern, wie der Trick funktioniert. 3, 2, 1. Ich hoffe, ihr habt alle abgeschaltet. Ihr braucht für diesen Trick das hier, eine Fake Daumenspitze. Ich verlinke euch ein paar Daumenspitzen in der Videobeschreibung. Ich wurde bei meinem letzten Daumenspitzentrick gefragt, ob es die noch in verschiedenen Hauttönen gibt für dunkelhäutigere, für hellhäutigere Typen und so weiter. Ich guck mal, was ich finde, alles in der Videobeschreibung zu finden. Die sind wirklich nicht teuer, 3, 4, 5 Euro maximal. Und jetzt wechseln wir rüber in Tutorial-Perspektive. Wenn ihr eine Version lernen wollt ohne diese Daumenspitze, dann klickt euch da oben in die Infokarte. Da könnt ihr auch Geldschein in Geldschein oder Geldschein in Papier in meinem Fall verwandeln, ohne dass ihr diese Daumenspitze braucht, ja? Aber mit Daumenspitze würde das Ganze folgendermaßen ablaufen. Ihr nehmt euch erstmal den größeren Schein. Ihr wollt ja einen kleinen Schein in einen großen verwandeln, ja? Das ist Story sinngemäß. Ihr nehmt den großen Schein, dreht ihn weg von euch, ja, sodass die kleine Zahl hier unten rechts ist, dass es für den Zuschauer genau so rum aussieht. Ihr faltet den vorne rum, so in der Hälfte, vorne rum hier runter, sodass wir ein Viertel haben, vorne rum zu einem Achtel und hier noch einmal nach unten zu einem Sechzehntel. Und alle Falzen bitte schön nachziehen, ja? Also nochmal zum Mitmachen. Macht jetzt bitte mit, schnappt euch 2 Geldscheine, schnappt euch eure Daumenspitze, wenn ihr eine habt. Übt mit mir wirklich direkt live ein. Vorne rum zuklappen, Falz nachziehen. Vorne rum runterklappen, Falz nachziehen. Vorne rum so klappen, Falz nachziehen, hier auch und runterklappen. Zack. Jetzt haben wir ein Stück von diesem Geldschein, das groß genug ist, beziehungsweise klein genug ist, um so in die Daumenspitze zu passen. Und zwar, wenn ihr den Schein so gefaltet habt, dreht ihr ihn andersrum, ja, dass die Falte oben ist. Ich wundere, dass der 5-Euro-Schein weg ist. Ich muss gerade was nachträglich aufnehmen. Ich habe vergessen, das hier zu erklären. Ich habe es vorhin falsch schon erklärt. Ihr dreht diesen Schein um und schiebt ihn jetzt so rum in die Daumenspitze. Aber ihr haltet sie dabei mit dem Daumen fest. Ja, ihr macht jetzt nicht den hier. Ihr haltet den Schein mit dem Daumen fest und schiebt Schein und Daumen gleichzeitig hier in die Daumenspitze rein. Ist überhaupt kein Problem, wenn das hier rausguckt. Diese Daumenspitze wird der Zuschauer nicht sehen. Ich erkläre euch gleich warum. Und jetzt seid ihr auch schon good to go. Ihr schnappt euch den kleineren Geldschein, in meinem Fall den 5-Euro-Schein. Ich habe irgendwann von der Kassiererin hier diesen alten 5-Euro-Schein zurückgekriegt. Keine Ahnung, ich behalte ihn mal. Vielleicht hat er irgendwann Sammlerwert. Wir greifen das Ganze so, ja, dass die Daumenspitze hier durch den 5-Euro-Schein versteckt ist. Von vorne sieht der Zuschauer das nämlich nicht. Ihr dürft nur nicht so halten, ja, sonst sieht der Zuschauer, was abgeht. Wirklich so halten das Ganze. Jetzt macht ihr folgendermaßen weiter. Wichtig ist, ihr haltet den 5er den Zuschauer so hin, ja, dass er den richtig rum sieht. Das ist die Perspektive des Zuschauers. Das heißt, auch hier ist die kleine Zahl unten rechts. Ihr faltet diesen 5-Euro-Schein jetzt genauso, wie ihr den 50-Euro-Schein gefaltet habt. Bevor ihr den Trick jetzt durchführt, könnt ihr den also schon einmal vorfalten. Und zwar folgendermaßen. Wieder genau wie den 50-Euro-Schein vorne rum von links nach rechts. Falz nachziehen, von oben nach unten, falz nachziehen, vorne rum von links nach rechts, falz nachziehen und hier nach unten noch einmal, ja? Und alles schön nachziehen, sodass die Knicke schon vorher da sind, dann geht das Ganze nämlich sehr viel einfacher. Und ihr knickt da auch nur an den Stellen, an denen ihr knicken wollt. Ihr haltet dem Zuschauer diesen Geldschein hin. Wenn ihr ihn jetzt umdrehen wollt, müsst ihr das so tun. Ihr greift hier mit dem Daumen unter den Schein, versteckt den Daumen hier hinter euren Fingern, dass man ihn von vorne nicht sieht. Wir greifen hier im Prinzip drunter und drehen so den Geldschein um und tun das auch wieder so rum. Dadurch sieht der Zuschauer von vorne nämlich die Daumenspitze nicht. Wenn sie unten ein bisschen rausguckt, das ist nicht schlimm. Wenn ihr eine Daumenspitze habt, die ungefähr eurem Hautton entspricht, fällt das nicht auf. Aber wenn ihr jetzt natürlich eine sehr viel dunklere Daumenspitze habt, als euer Hautton ist, dann fällt das hier auf. Also bitte nicht. Ich habe jetzt halt Glück, weil die Daumenspitze relativ genau meiner Hautfarbe entspricht. Wenn auch nicht genau, das reicht so. So umdrehen, zack. Und wieder umdrehen, zack. Dann wollen wir den Zuschauer noch zeigen, dass unsere Hände leer sind und wir darin nichts verstecken. Dazu halten wir den Schein so ein wenig geknickt, ja, egal ob nach vorne oder nach hinten. Hauptsache, genau das passiert nicht, dass er hier abknickt, weil dann sieht man hier die Daumenspitze, sondern so, dass der Schein steht. Dann gehen wir hier hin, zeigen so, unsere Hände sind leer, zack, unsere Hände sind leer. Und jetzt kommt die Verwandlung. Die Verwandlung macht ihr folgendermaßen. Wir drehen den Schein so rum. Wir drehen den Schein so rum. Wir zeigen, die rechte Hand ist leer, die linke Hand ist leer. Jetzt beginnt ihr, diese linke Hälfte vorne rum rüber zu klappen. Natürlich vorne rum, weil wir hinten rum hier die Daumenspitze einklemmen würden. Da müssen wir immer hier den hier machen und hier flashen wir, ja? Deshalb alles vorne rum. Von links nach rechts, jetzt von oben nach unten und an dieser Stelle passiert jetzt Folgendes. Ihr greift mit eurem linken Daumen die Daumenspitze und zieht sie so nach links rüber, haltet den Geldschein mit dem rechten Daumen aber fest, ja? Ihr zieht hier links rüber, haltet den Geldschein fest, seid hier angekommen. Wichtig,
Die linken Finger bleiben zusammen. Ihr flasht hier nicht die Daumenspitze, bitte. Ihr lasst die linken Finger zusammen. Und auch die rechten Finger bleiben zusammen, damit ihr da gleich nicht den 50-Euro-Schein flasht, okay? Schön üben vom Spiegel, dass ihr euch das wirklich angewöhnt, die Finger zusammenzuhalten, auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist. An dieser Stelle falten wir jetzt hier von links nach rechts, vorne rum, versteht sich, sonst klemmen wir ja den 50-Euro-Schein ein. Und von oben nach unten. Zack. Ohne diese Daumenspitze oder den anderen Schein zu flashen. Jetzt sind wir an dieser Stelle angekommen. Beide Scheine sind gleich groß, der 50er zeigt aber nach oben mit der Öffnung und der 5er nach unten. Und das nutzen wir jetzt aus. Ihr greift hier in diese Falz rein, klappt den 50er auf und dreht ihn so um, sodass wir jetzt in genau der Gegenposition sind. Wir waren ja vorhin hier 5er mit Öffnung nach unten, 50er mit Öffnung nach oben. Wir greifen in die Falz rein, drehen das Ganze um und sind in genau der Gegenposition, theoretisch, ja? Und was ich jetzt hier eingebaut habe, das habe ich wirklich festgestellt, das kommt noch eindrucksvoller. Ich habe hier die rechte Hand weggenommen, weil ich so den rechten Daumen frei zeige, ja? Hier ist keine Daumenspitze dran. Zum ersten Mal sehen die Leute jetzt den rechten Daumen. Jetzt können die Zuschauer schon ahnen, dass es hier ein anderer Schein geworden ist. Die Farbe hat sich ja geändert. Und jetzt tut ihr Folgendes. Ihr schnappt euch die Daumenspitze und schiebt den 5-Euro-Schein mitsamt Daumen hier in die Daumenspitze rein. Ich habe den gerade falsch gegriffen, deswegen ging das nicht gut. Ihr zeigt dem Zuschauer so den 50er und eure rechte Hand, greift das Ganze jetzt, schiebt den 5er schon mal leicht hier rein, kommt jetzt mit eurem rechten Daumen hier links rüber. Glaubt mir, das fällt den Zuschauer nicht auf. Man sieht zwar, dass was passiert, aber der Zuschauer denkt, ja, ihr verwandelt den Schein. Ihr zieht den Daumen links rüber und schiebt die Daumenspitze hier über den Geldschein und über den Daumen, ja? Genau. So, jetzt müsst ihr den 50er nur noch aufhalten, ohne die Daumenspitze zu flashen. Nach oben aufhalten. Was ich an dieser Stelle hier noch mache, ist, ich zeige die linke Hand nochmal leer, damit das Berechtigung hatte, dass ich die rechte auch leer gezeigt habe, weil sonst gibt es ja keinen Sinn. Dann klappe ich die Hälfte hier hoch und ich klappe den 50er komplett auf, zeige ihn, zeige, meine Hände sind leer und auch den 50er zeige ich von beiden Seiten, um zu zeigen, da ist nichts fishy dran, kein Gimmick, kein sonst nichts. Ich habe einen 5-Euro-Schein wirklich in einen 50-Euro-Schein verwandelt. Jetzt sind die Zuschauer verblüfft, aber, das ist ja ein schönes Zitat aus dem Film The Prestige, etwas verschwinden zu lassen oder etwas zu verwandeln ist eine Sache. Es dann aber wieder herzuzaubern oder zurückzuverwandeln, das macht echte Magie aus. Und genau darauf warten auch die Zuschauer, ja, die sind jetzt schon verblüfft, aber hoffen insgeheim, kann es jetzt auch zurückverwandeln. Und genau da tut ihr jetzt genau das, was ihr gerade auch schon gemacht habt. Linksrum nach vorne klappen. Da der 50er größer ist als der 5er, flasht ihr jetzt sogar noch weniger. Ihr klappt ihn vorne rum runter, zieht die Daumenspitze hier links rüber, zack, klappt diese Hälfte hier nach vorne, klappt die Hälfte hier runter, greift in die Falz rein, öffnet das Ganze, dreht es um, zeigt jetzt vielleicht sogar, oh traurig, hier ist ein 5er geworden, ohne aber das hier zu flashen. Ja, ist wichtig, dass man vorne nur den 5er sieht. Ihr schiebt die Daumenspitze wieder über Geldschein und Daumen, öffnet den 5-Euro-Schein hier rum, öffnet ihn hoch, zeigt jetzt vielleicht nochmal die linke Hand und öffnet ihn vollständig. Und geht so aus diesem Trick heraus, ihr könnt wieder den Schein von beiden Seiten zeigen, überreicht in dem Moment den 5-Euro-Schein dem Zuschauer, geht mit eurer rechten Hand zur Hosentasche und macht den hier. Zack, in der Hosentasche natürlich, ja? Das heißt, an dieser Stelle, ihr habt den 50er in einen 5er verwandelt. Ihr geht so mit eurer Hand zur Hosentasche. Aber natürlich locker, nicht jetzt so mit einer Faust oder so, sondern einfach hier ganz locker, so dass der Zuschauer die Daumenspitze nicht sieht, zur Hosentasche. Und in dem Moment reicht ihm den 5-Euro-Schein, dann ist die Aufmerksamkeit nämlich hier und nicht auf der Hand. Reicht das den Zuschauer, er will den 5er untersuchen, er will nicht eure Hand untersuchen. Er schaut sich den Schein an und in dem Moment habt ihr die Daumenspitze schon lange verschwinden lassen und ihr geht wirklich clean aus dem Trick heraus, außer der Zuschauer will eure Hosentasche untersuchen, was aber in 99 von 100 Fällen nicht passiert. Verratet euren Zuschauern nach dem Trick natürlich nicht, wie das Ganze funktioniert. Das mache ich jetzt, um euch was beizubringen. Ihr wollt eure Leute hier verblüffen und nicht ihnen was beibringen. Und übt das Ganze bitte wirklich vernünftig ein, bevor ihr es performt, denn sonst zerstört ihr damit so ein bisschen diesen Zaubertrick. Oben mein letztes Video und mein letzter 30-Sekunden-Trick. In der Mitte könnt ihr mich sonst abonnieren. Bis dahin, euer